Um diese Stunde, in der wir hier versammelt sind vor 60 Jahren, zeichnete sich für die Beteiligten bereits ab, dass das, was sie vorhatten, nicht zu dem Erfolg führen würde, den sie erwartet hatten. Die Situation, die Notlage in der Versorgung dabei einen Ausschlag gab, wie immer bei solchen Auseinandersetzungen und Aufständen, das ist klar. Aber, wie eben auch schon angeklungen, ganz schnell kam der Ruf nach Freiheit, nach Demokratie, nach Wiedervereinigung, das geteilte Deutschland zusammenzuführen und auch nach Gerechtigkeit. Mein Vater war zu der Zeit schon verhaftet. Der wurde ja 1952 verhaftet, weil er der Besitzer der Gießerei war und wurde verhaftet. Und der Aufstand war dann 1953 und die Arbeiter wollten ihren Chef wieder aus dem Gefängnis befreien und haben diese Normerhöhung nicht stattgegeben, dass die abgeschafft wurden und dass die Löhne gesenkt werden sollten. Und dadurch ist dieser Aufstand ja auch entstanden. Auch schon damals, als die Straße 17. Juni und die Gießereistraße gleich nach der Wende hier ernannt wurde, das war ja schon was Wunderbares. Aber dass 60 Jahre danach immer noch diese Erinnerung ist, das ist einfach wunderbar. Ja, das Unternehmen, wie gesagt, war eine Eisengießerei und die Leute haben zu der damaligen Zeit unter schwierigen Bedingungen gearbeitet und vor allen Dingen in Verbindung mit Tatsachen, wo ihr Chef ihnen Erleichterungen verschaffen wollte oder auch Ersparnisse gezahlt hat, wie es so insgesamt nicht gewollt war, hat das zu Unruhen geführt und deswegen nahm der Aufmarsch hier dann durch die Leipziger Straße bis zum Markt in seinen Anfang. Ich spreche von Leipzig. Da sind wir in der Beethovenstraße gewesen, dann fing die auf einmal an mit Schießen dort und da haben wir gesagt, jetzt müssen wir aber hier gehen. Von da aus sind wir über den Königsplatz, der heute Wilhelm-Leuscher-Platz, zum Augustusplatz gelaufen und da kamen uns Hunderte, Tausende entgegen. Wir haben dort, und das ist eine Erinnerung, die ich habe, wir haben dort von einer Eisverkäuferin uns Eis kaufen wollen und da hat die uns nicht nur ein bisschen Eis, sondern sehr viel Eis gegeben und hat gesagt, und das schenke ich euch, denn morgen sind wir frei. Ich wollte hier eigentlich was Gebührendes haben, um zum Anfang der Straße des 17. Juni hier, damit unsere Kinder später mal an den Tag denken. Bertolt Brecht, die Lösung. Nach dem Aufstand des 17. Juni ließ der Sekretär des Schriftstellerverbandes in der Stalinallee Flugblätter verteilen, auf denen zu lesen war, dass das Volk das Vertrauen der Regierung verscherzt habe und es nur durch verdoppelte Arbeit zurückerobern könne. Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein neues? Also ich bin zunächst dem CDU-Stadtverband und Klaus-Dieter Münch ganz besonders dankbar, dass sie hier die Initiative ergriffen haben, hier diesen Gedenkstein einzuweihen. Er ist für meine Generation und für auch kommende Generationen Mahnung. Es ist eine Mahnung, dass wir dafür kämpfen müssen, dass Demokratie wir nicht geschenkt bekommen, sondern dass wir sie immer wieder verteidigen müssen. Wir haben vor 60 Jahren gesehen, wie die totalitäre DDR den Willen der Menschen nach Freiheit, nach Individualität mit Panzern und mit Waffengewalt wiedergestreckt hat. Und deswegen freut es mich, dass wir heute hier diese Mahnung, diesen Stein in Erinnerung und des Gedenken eingeweiht haben.